Bei einer Koloskopie bzw. einer Darmspiegelung haben Sie sich im Vorfeld am Tag zuvor mit einer Vorbereitungslösung den Darm gereinigt. Auch am Tag der Untersuchung selbst müssen Sie diese nochmal zu sich nehmen, sodass der Darm komplett sauber ist. Dann werden Sie in den Untersuchungsraum gefahren, erhalten dort eine Schlafspritze, die Sie in einen Tiefschlaf versetzt, und werden dann mit einer Kamera, die wir in den After einführen, untersucht. Dabei wird der gesamte Darm und der untere Dünndarm Schritt für Schritt angeguckt und es werden im Falle von Auffälligkeiten Proben entnommen oder aber auch Polypen, aus denen über Jahre hinweg der Dickdarmkrebs entstehen kann, abgetragen und damit entfernt.